In den letzten Wochen haben wir die Herbstrallye an den Märkten schon mal gesehen. Der DAX ist gut 20% ins Plus gegangen. Können wir jetzt auch noch eine Weihnachtsrallye erwarten? Das bespreche ich mit dem IG Senior Market Analyst Christian Henke hier an der Frankfurter Börse. Christian, schön, dass du da bist. Hallo Manuel. Nachdem die Märkte so gut gelaufen sind, können wir denn überhaupt da noch so schnell was drauflegen in eine Weihnachtsrallye rein? Naja, die Luft ist ja doch zuletzt dünn geworden. Ne? Du hast ja gesagt, der DAX ist ja relativ in kurzer Zeit um über 20% gestiegen. So, jetzt natürlich warten die Anleger und Anlegerinnen natürlich auf ein passendes Weihnachtsgeschenk. Ne? Jetzt das Wort Jahresendrallye macht natürlich die Runde. Und ja, im Grunde eigentlich hat Jerome Powell von der US-Notenbank Fed uns ja schon so ein kleines Weihnachtsgeschenk unter den vorweihnachtlichen Baum gelegt. Nämlich mit der Aussage, dass ab Dezember doch ja letztendlich das Zinstempo gedrosselt wird. So, das war vielleicht jetzt auch der Impuls, den wir alle gebraucht haben für die Jahresendrallye. Also die Aussichten stehen eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir wenigstens bis zum Silvesterabend uns ja darüber freuen könnten. 2022 ist ja außerdem noch ein Zwischenwahljahr. Versöhnt uns so eine Jahresendrallye dann vielleicht mit dem doch eher durchwachsenen Aktienjahr 2022? Ja, Zwischenwahljahre sind keine guten Jahre. Das, glaube ich, hat 2022 bislang bewiesen. So, jetzt geht es natürlich so noch ein wenig um Schadensregulierung. Ich meine, so seit September mit dem Tief bei rund 11.800 ist uns das jetzt ja schon mal gut gelungen. So, jetzt natürlich die bange Frage, wie geht es weiter bis Heiligabend und natürlich dann bis Jahresultimo. Im Grunde ist es so, dass in den sogenannten Zwischenwahljahren die Jahresendrallye ja eher durchwachsen ausfällt. Ne, da habe ich natürlich dann auch schon mal ein Diagramm, ein Chart mitgebracht, was die Saisonalität des S&P 500 angeht. Und da war es in den letzten 25 Jahren so, dass ja in den Zwischenwahljahren die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass die Kurse steigen, ja bei 50% liegen. Oder anders formuliert, dass der S&P weiter aufwärts tendiert, liegt bei 50-50. Wenn wir aber jetzt mal davon ausgehen, und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, viele Anleger, vor allem die institutionellen Anleger, die stehen jetzt praktisch am Börsenbahnhof und haben erst einmal den fahrenden Börsenzug verpasst. Mit anderen Worten, die institutionellen Anleger verfügen über einen Riesenberg an Liquidität. So, und das Jahresende rückt näher und ja, da kommt natürlich ein anderes bekanntes Schlagwort natürlich jetzt hier zu tragen, Window Dressing. Das heißt also, die ganzen Fondsmanager wollen natürlich ja bis zum 31.12. ja ihre Bilanz ein wenig aufschönen. Und das führt natürlich regelmäßig dazu, dass es zu einer Jahresendrallye kommt. Also wenn wir das mal jetzt mal berücksichtigen und wir mal das Thema zwischen Wahljahre auf Seite schieben, das heißt, wenn wir ein ganz normales Börsenjahr jetzt unterstellen, da liegt plötzlich die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass es aufwärts geht, nun bei über 70%. Ja, und der S&P hat so in den letzten 25 Jahren in einem, ja praktisch in dieser Jahresendrallye, die statistisch betrachtet vom 14. Dezember bis Anfang Januar geht, ja so um gut 3% der positiven Jahre zulegen können. Also wie gesagt, die Hoffnung ist da und dank Jerome Powell, muss ich sagen, ist der Grundstein eigentlich dafür gelegt worden. Du hast uns noch einen weiteren Chart mitgebracht, ein großes DAX-Bild, was wir dann gleich sehen werden. Zeigt uns das schon mal, dass das kommende Jahr noch besser werden kann, dann ein besseres Börsenjahr? Naja, das ist ein sogenannter Jahreschart, das heißt, jede Kerze repräsentiert ein Börsenjahr. Und da sieht man schon in den letzten Jahren die deutlichen Wendepunkte. Ja, das heißt also, ein Aufwärtstrend langfristig bedeutet ja, wir haben immer steigende Tiefs. So, 2008 beispielsweise, 2018 wurde halt das vorangegangene Tief des Börsenjahres unterschritten. Das war ein Wendepunkt. So, da sieht man aber auch sehr schön, dass wir 2019 die
Verluste aus 2018 aufholen konnten. Und trotz Corona im Jahr 2020 haben wir letztendlich ein fallendes Hoch von 2018 signifikant überwinden können. So, das also zur Bedeutung dieses Jahrescharts. Und was sehen wir? Wir sehen im Grunde auch, solange der DAX in den letzten Wochen bis Jahresultimo nicht unter dem Jahrestief fällt, das liegt bei 13.300, da lagen wir mit 11,8 schon drunter. Aber letztendlich entscheidend ist der Schlusskurs halt am letzten Handelstag dieses Jahres. Aktuell sieht es danach aus, als könnten wir dieses Tief letztendlich verteidigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es nächstes Jahr weiter? Und sehen wir die 16.300, das sind ja die Hochs aus dem Jahr 2021, aber auch von Anfang 2022. So, und wenn wir jetzt auch wieder uns mal die Statistik an Bord holen, da muss man ganz einfach sagen, das Zwischenwahljahr, das können wir jetzt bald abhaken. Dann kommt ein Vorwahljahr. Und das sind wirklich gute Jahre an der Börse. Also in den USA hat der S&P mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von über 90% in den letzten Jahrzehnten in einem Vorwahljahr deutlich zulegen können. Also eigentlich sind die Aussichten, dass es 2023 dann aufwärts geht, dass wir vielleicht die alten Höchststände beim DAX bei rund 16.300 wiedersehen, ganz gut. Jetzt haben wir so viele Details schon gehört. Wie können Anleger das jetzt momentan nutzen für ihre Anlagestrategie? Naja, wenn wir jetzt noch nicht mehr jetzt so weit bis 2023 sehen möchten, sondern ganz einfach aktuell. Wir haben ja eigentlich auch noch die Black Friday Strategie laufen. So, jetzt aber konzentrieren wir uns am 14. Dezember oder ab dem 14. Dezember konzentrieren wir uns auf die Jahresendrallye. Wie kann natürlich der Anleger letztendlich darauf setzen, wenn er beispielsweise sagt, okay, am 14. Dezember gehe ich long, ja, mit einem IG CFD oder mit einem IG Turbo Zertifikat, ja, setzt sich natürlich hier auch zur Risikokontrolle natürlich einen anfänglichen Stop, im Englischen Initial Stop, ja, und sagt jetzt, okay, wenn der DAX statistisch in der Vergangenheit 3% zugelegt hat, dann ist das natürlich ausgehend von meinem Einstandskurs mein Kursziel. Ja, und dann Anfang Januar, so um den 6. Januar, dann, wenn die Erwartung erfüllt wurde, verkaufe ich mein Turbo 24 Zertifikat und kann mich freuen, weil nämlich die ersten drei Monate 2023, Vorwahljahr hin oder her, die sind noch etwas mau. Aber so ab April, da geht statistisch so richtig an der Wall Street, aber auch hier in Deutschland aufwärts. Also ich glaube, auch da wird uns dann die Themen nicht ausgehen, viel zu besprechen. Wir werden dranbleiben. Dankeschön an Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.